war das? 695 Kilo stramm auf dem Boden halten. Im wahrsten Sinne leichtes Spiel für die 225er Semislicks vorn und 245er hinten. Also die Lenkkräfte sind außerordentlich hoch. Ich finde es schon fast eine Spur zu schwergängig. Aber das wiederum ist auch puristisches Autofahren. Den meisten wird es gefallen. Die werden sagen, Mensch, da musst du zupacken. Das ist ein Teil von Danke Ford. Und aber um natürlich mit dem Auto schnelle Richtungswechsel zu machen, ist die Lenkung eigentlich schon zu schwergängig, muss ich ganz klar sagen. Das reine Fahrverhalten als solches, bis jetzt habe ich eine leichte Tendenz dazu, dass ich so ein Power-Understeering habe, sprich ans Gas schiebt der Wagen leicht über die Vorderachse. Bis jetzt hat die Hinterachse eine Mega-Traktion, alle Achtung, das geht richtig gut. 380 PS werden dirigiert durch ein manuelles Fünfganggetriebe. Also Hand aufs Herz, ich würde mir doch bei dem Auto Pedal Shifting wünschen. Weil dieses Auto so fahrintensiv ist, dass das eine große Hilfe darstellt, wenn ich sage, beide Hände ans Lenkrad. Und ich kann dann, wie beim Radical, da war es ja auch, übers Lenkrad mir die Gänge anwählen. Vielleicht auch ein etwas größeres Lenkrad. Ich meine, das sieht zwar nice aus, so ein schönes kleines Formel-Auto-Lenkrad, aber dafür sind einfach die Lenkkräfte zu hoch, die wir hier haben. Ein kleines bisschen größer wäre nicht schlecht, aber wenn ich jetzt hier so schaue, da fehlt uns der Platz zu. Wir müssen so ein kleines Lenkrad fahren. Mensch und Maschine machen sich bereit für die eine schnelle Runde. Fastlap, sein Gegner ist die Zeit. Also vielleicht zum besseren Verständnis, in den meisten Fällen ist es nicht so, dass wir auf Anhieb in der ersten Runde eine Bestzeit setzen. Also den Rennfahrer gibt es nicht auf der Welt, der das so macht. Ja. Aber so zweite, dritte Runde, danach geht die Performance von so einem Auto ja wieder in die Knie, weil die Räder heiß werden, die Bremsen heiß werden. Damit hat er jetzt kein großes Problem. Die Bremsen werden nicht heiß, weil das Auto wiegt nicht viel und die Bremsanlage überhitzt auch nicht. Ja. Und im Gegenteil, die Gummis, die hier verbaut sind, ist auch ein Semislick, muss man ja wohl dazu sagen. Der kann das auch und ich wurde dann auch von Runde zu Runde schneller. Wir haben 3 Runden gemacht mit dem Auto. Und ich bin mir sicher, wenn wir jetzt noch ein bisschen länger damit spielen würden, kommt noch mehr Zeit. Aber alleine die Tatsache, dass auf der Bremse ist noch Potenzial. Also ich könnte die Bremspunkte teilweise noch ein bisschen verschieben. Wer später bremst, ist länger schnell, eine alte Rennfahrerweisheit. Und da geht noch was. Also wir waren da immer noch nicht am Limit. Und das ist auch nicht so einfach mit diesem Auto. Du steigst nicht ein und sagst, geht mal weg, ich brenne jetzt eine hin. Nee.